Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ne? Double Up ist zurück. Ja, besser als du, hat Johnny gesagt. Ja, es gab jetzt eine Woche Pause. Besser als du. Ja, warte mal. Das ist Johnnys heimliches Ziel in allem. Merkt ihr das? Ja, schon. Ne? Du bist halt ein großes Vorbild. Wenn dann so die richtig wichtigen Sachen kommen. Na? Du meinst Kinder oder was? Ernährung. Ach so. Bewegung. Na, jetzt halt. Age of Empires. Oh. Ja, es gab eine Woche Pause, weil letzte Woche konnte ich nur an einem Tag, to be honest, und Maxim konnte an dem nicht, und dann war es halt unfortunate. Aber bei Maxim gab es auch genug Potato-Content und bei mir jeden Tag ein Banger, also all gut. Diese Woche wird es mit Banger übrigens deutlich schwerer, Leute. Das kann ich auch schon sagen. Es sieht nicht so gut aus. Aber ich habe jetzt mal die ganzen anderen gefeiert, also so Mernio, Tubias, Nomi und so, ob die externe Banger machen wollen. Also kann sein, dass das von der Richtung was kommt. So. Potato-Banger machen. Actually. Ein Banger. Oh mein. Okay, komm. Nee, I don't take this anymore. Bang-Tato. Ich hab einen Ola. Das war's. Na naja, gut, okay. Ich wurde übrigens sehr kritisiert in den letzten Videos. Oh, was ist los, Johnny? Ja, weil ich wohl alleine spiele und dich ignoriere. Ja, habe ich auch gelesen. Deshalb werde ich jetzt ganz aktiv. Die spielen aber komisch, steht bei mir da. Die spielen aber sehr komisch, Double Up. Ja. Ich denke, Ja, also ich spiele halt Singleplayer Double Up und du Double Up. Ja. Das ist schon schwierig. Ja, also ich überlege, Darkfly zu spielen. Ich habe jetzt hier zweimal Lux allerdings. Ich weiß nicht, ob du eine Lux willst. Nee. Aber du spielst doch jetzt Scalescorn, oder? Ich hab, oh mein Gott, das ist gar nicht mein Wort. Ich glaube, ich mach's nicht. Oh, was ist das? Consistency. Oh, ich hab auch Consistency. Lass Double Consistency spielen. Ja, wie macht man das jetzt? Wir spielen Astro Windstreak. Oh, warte. Okay, das ist das Gegenteil. Ja, na gut. Du musst einfach Warmog slammen oder so, das ist ja. Ja, dann mache ich jetzt hier so ein Ultra Horse. Was? Ich mache jetzt hier die Super. Super Lilia. Die wird mir tagelang durchhalten. Die wird mir tagelang durchhalten, bis ich eine Sprache lerne. Das sind einfach krasse Sätze, die du jetzt hier schon sagst, aber. Time to learn a language. Boah, ich weiß gar nicht. Also, ich würde gern Darkflight spielen. Darkflight? Darkflight spielt doch keinen Schwanz, oder? Boah, also. Kommt ein bisschen auf die Elon, würde ich sagen. Aber ich sag jetzt einfach mal ja, weil das ist ja besser für uns, ne? Ja, aber ich habe jetzt Hand of Justice und Warmox. Das sind ja. Also, Hand of Justice noch nicht ganz, aber hole ich mir nächste Runde. Und dann Warmox ist doch das Ding to go, oder? In Darkflight? Ja. Nee, da spielt man Siegs. Ah, Siegs mittlerweile. Ich habe meinen Kindern das andere noch beigebracht und das war ganz gut. Ja. Also Warmox auf Swain und dann. Achso, ja, Warmox auf Swain spielt man auch, aber du brauchst ja ein Item zum Opfern. Ja, und dann habe ich erstmal Hand of. Ich meine, Hand of Justice nimmt man erstmal, oder? Oder was mache ich aus einer Träne? Oh, Gott sei Dank. Du kannst Action in Knights War nehmen. Das kann man ziemlich gut opfern. Dann prockt dieses Schild überall und die kriegen ja jedes Mal mehr Resistenzen. Okay, ich habe jetzt ein einmaliges Angebot für dich, Maxim. Zweiter Olaf. Aber du musst mir sagen, dass du mich liebst. Ja, was ist los? Das fällt mir sehr schwer. Also dieser Jone 2 auf meinem Feld. Ei. Der wird seinen Besitzer noch wechseln. Oh, krass. Ich gucke schnell. Also nicht jetzt. Aber. Ja. Behält er die Windstacks, die Frage. Oh. Da machst du dann so eine Warrior-Comb, ist die andere Frage. Scheiße, ich kann ihn ja gar nicht mit meinen Items geben jetzt, ne? Boah, der will ja gar nicht gewinnen hier. Der hat Pandoras Items und 11k gleichzeitig. Das ist gut, weil mein Gegner will sehr dringend gewinnen. Ja, ich komme jetzt sofort, pass auf, ich habe noch ein Q und ein GG. Oh nein, der Marv hat geschildert. Komme. Okay, ist all gut. Ah, es ist einfach. Hui. Okay, das wird ein bisschen schwer, aber ich würde dir versuchen, den Jone irgendwann zu geben, ne? Hm, ist das worth? Ey? Ich habe ja noch kein einziges Item für ihn, ne? Das muss man ja auch im Kopf hinten behalten. Wenn du einen Jax siehst, ne? Jax wäre ich sehr dankbar für. Ja.
In Jax. Jax. Also bisher habe ich noch nicht viel, muss ich sagen. Also wenn du kannst, wäre Leveln jetzt natürlich sehr gut. Ja, kann ich aber. Aber, ja, na gut. Wir müssen halt Winstreak halten, weißt du? Ich muss selten zwei in Olaf eintun, ne? Oh, oh, er hat allen Runans gegeben. Darkflight Runans Opferung. Vielleicht ist es so Minus mal Minus, er gibt Plus, weißt du? Und vielleicht ist es so bad, dass die, wenn er es mehrfach hat, ist Gutes. Weiß es schon, ich gewinne das nicht. Er hat hier dieses Thrill of the Hand. Komm mal. Die Rella lebt immer noch. Die Rella hat alle getötet. Ey, gegen den habe ich eben auch gefeiert. Oh ja, der Thrill of the Hand. Oh ja. Das ist dann weh. Oh, Jone. Jone, töte sie bitte. Ich hätte auch gern Thrill of the Hand. Das war's. Kammer. Nein. Na gut, das ist natürlich jetzt... Alter, und dann noch so eine Animation. Die schmerzhafte. Schmerzhafte. Scheiße, was machen jetzt? Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Das ist wirklich doof. Ich hätte auch zwei in Urlaub eintun soll. Ja, Thrill of the Hand ist aber auch einfach gemein, ne? Thrill of gemein ist das. Ja. Ah, Leute, Mann, jedes Mal ist so, ey, Johnny, kannst du Maxim leiser machen? Kannst du Maxim lauter machen? Kannst du, geht das? Ja, du musst das halt, Discord macht ja auch Sachen. Ja. Aber mit TeamSpeak kann man mit dir ja nicht mehr gehen. Nein. Das habe ich verboten. Ich habe Olaf 2. Ich kann dir geben, eine Trainer, ein Giants Bed oder Gold. Das ist nur scheiße, guck mal meine Items an. Das ist echt scheiße. Alter, du hast ja Olaf 2, what the fuck? Ja, aber ich habe einfach nur, der so umgeben von Shit. Ja, aber du kannst tatsächlich End of Justice sehr beliebt, also du kannst vielleicht sogar zweimal bauen. Also dann los, dann gib mir die Träne. Dann gib mir den Giant Spell. Also, wenn du einen Jax siehst, ne? Würde ich mich sehr nicht gesehen. Aber ich habe einen Rengar. Das, okay. Ein Rengar ist bangbar. Alter. Und Consistency ist doch so kacke für mich. Naja, also wenn man verliert schon, ne? Nicht ehrlich. Ja, Mann. Scheiße. Das sieht gar nicht gut aus bei mir. Also, mein Olaf hat 5 Stacks bekommen. Ach nee, 4, weil Riot drunk ist. Okay, also dafür blamen wir jetzt auch Riot? Ja, warte mal, 4. Warte mal, 4. Ich komme. Was ist denn 4x4? Ich komme. Weiß ja keiner. Ist das dein Set? Nee. Oh, das ist doof. Immer noch nicht. Alter, Rakan taunt einfach 7 Jahre oder was? Ich hab keinen gekillt auf deinem Wort. Der hat 4 HP. Also, das ist ja wirklich frech. Also, wie heißt das? Willst du Bow oder Gloves? Gib mir Bow. Ich hab einen Oder für dich. Noch einen. Oh. Ich hab einen Jax für dich. Geil. Kann ich nicht spielen. Lull. Oh mein Gott, es ist der. Oh, okay, ja. Okay, Maxim ist sehr gut. Oh, ich hab einfach so viele Tränen, Mann. Maxim ist es sehr, sehr gut. Shimmer Scale ist das AP-Ding. Das Scale-Drucken. Nice. Aber da brauchst du ja jemanden, der last-hitted. Ja, wo der Lee Sin macht mir auf jeden Fall Kummer. Ja, der Lee Sin ist auch. Der ist, wenn wir reden, ich. Nein, der hat das auch. Lee Sin hat einfach und der ist Level 6 und Legolas geschlafen. Ah, Maxim, das sieht nicht gut aus. Der hat auch so ein Ding, ne? Der hat so ein Ding und der hat Level 6 gepusht, um Winstreak zu halten. Aber das Gute ist, ich spiele gegen jemanden, der auch Volibear spielt. Ich hab gewonnen. Der hat Level 6 gepusht und ich hab gewonnen. Das irritiert mich auch, weil als ich weggeguckt habe, sah es nicht gut aus für dich. Nee, gar nicht. Ich hab gar nicht verstanden. Ich glaube, Lee hat einfach... Die hat ihn einfach verbrannt. Oh, super Kick. Schneller. Okay. Oh nee, das ist der Thrill. Schon wieder dieser Thrill of the Scheiß. Mann! Warum ist er so? Das einzige. Mhm. Warte mal, also du willst mir deine Ione geben. Was mache ich denn mit dem dann? Ja, Olaf Warrior. Dachte ich. Wie viel Warrior nimmt man denn also? Oh, scheiße. Nein, ich hätte wahrscheinlich eher den Ione statt den Olaf geben sollen. Ah, ja, scheiße, stimmt. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Ja, ich halte ihn jetzt einfach die ganze Zeit. Ist schon okay.
Aber ich habe auch noch einen Pantheon. Vielleicht ist der sogar cooler. Also du hast einen Pantheon, den brauche ich ja. Du brauchst den, ne? Ah, ich habe den Nico. Ja, aber willst du dann lieber den Pantheon oder den Ione 2, weißt du? Ja, Pantheon baue ich auch. Titans Hand of Justice, ne? Boah. Ich habe jetzt AP bekommen, Mann. Ich habe so Kack-Items. Was hast du denn? Oh, Junge. Ja, wobei, du kannst in Scalescon kannst du ganz gut Ionic Spark spielen. Noch ein Olaf. You fucking kidding. Was kann ich in Scalescon machen? Du kannst Ionic Spark ganz gut spielen. Hm. Auf Diana dann. Aber wie, also, ja. Spiel ich denn dann? Spiel ich dann Scalescon oder spiel ich Scalescon Warrior dann? Scalescon, ach so. Ja, Scalescon Warrior kann man spielen. Also, warte. Ich muss kurz stellen und dann kann ich garantiert auch wieder denken wie ein normaler Mensch. Bin echt sehr lost in sowas mittlerweile irgendwie. Ich glaube, die normale Scalescon kommt, spielt man mittlerweile mit 4 Warrior. Mhm. Du spielst quasi keinen zweiten Assassin mehr. Und keinen zweiten Guardian mehr. Ist ein bisschen weird, aber du spielst quasi einfach alle Warriors. Und dann alle Scalescons. Das war es eigentlich auch schon. Also sehr komplex. Ja. Oh! Ist das Money for me? Hat dir extra was übrig gelassen. Ey, was sind das für eine Prozente? Sind das Ride-Prozente? Hätte gerne einfach weniger Tränen. Johnny. Oh, wird das so ein Kackding? Okay, das nehme ich auf jeden Fall nicht. Scalescon hart, meine Fresse ist übel gut. Meine Fresse ist übel gut. So, jetzt kommt der Winstreak. Warum habe ich das gesagt? Meine Fresse. Ja, meine Fresse ist gut. Ich mache jetzt hier einfach so einen random Jace rein. Scheiße, was mache ich denn hier mit? Johnny, I'm a genie in a bottle. Was machst du denn da? Ja, meistens FFen, bin ich ehrlich, ne? Ist zu krass für mich. Wie kriege ich jetzt Olaf-Items? Was brauche ich denn? Ich brauche Runans auf jeden Fall. VT, was noch? Rageblade? Nee, so einen Bogen brauche ich, ne? Swiftshot. Was? Sorry nochmal. Oh, Johnny, wir haben verloren. Warum? Hier hat jemand Items gerollt. Er hat einfach Infinity Edge Spellcrit Wulibear. Mit dem Super-Item. Ja, ich verliere gerade meinen Consistency, weil ich zu spät gemerkt habe, dass ich leveln muss. Und dann, ach, so eine Scheiße. Aber ich bin noch da. Ja, ich hab gehintet. Ist schon tot, oder was? Ja, du bist ja super tot. Ja, ich das Portal. Ich hab zu spät gemerkt. Ach, Mann. War sehr doof. Naja, gut. Nächstes Mal. Du bist das Licht. Aber die Dunkelheit, die in dir spricht. Was gebe ich dann? Also ich gebe dann Lilia, nehme ich dann die Items weg, oder? Soll ich das Pantheon geben? Ja. Wird der am meisten davon? Ja, ne? Ja, schon. Ich glaube, Ionic Spark ist halt immer so eine Sache. Gibt man es quasi den, der auch den magischen Schaden macht, damit es halt immer da drumherum ist? Weißt du, wie ich meine? Also, aber es ist ja zwei Hexes, ne? Zwei Hexes ist ja nicht terrible. Ja, ist nicht bad, ja. Ah, ja. Ich würde es auch einfach Pantheon geben, I guess. Boah, Olaf. Wobei, fairerweise, ich glaube, wenn er kommt, musst du ja eigentlich Pantheon die Items, richtig gute Items geben. Also das ist, glaube ich, dein zweiter Carry, weißt du? Naja, aber ich habe ja gar nichts dabei. Ich habe Hand of Justice, könnte ich irgendwann haben, ja. Ja. Ich bräuchte ja quasi, also ich habe es gehört, Titans, Hand of Justice und dann, keine Ahnung, Barmax oder so. Ja. Oder vielleicht sogar BT? Ja, normalerweise BT statt Hand of Justice bei Pantheon. Aber es ist keiner whatever. So, da ist auf jeden Fall einer. Mangy Mango. Ich würde den Bogen nehmen, damit ich mal irgendetwas Aggressives habe für Olaf. Oh, mach das. Olaf ist wahrscheinlich trotzdem mit Rune 1, oder? Nee, spielt man eigentlich nicht mehr. Alle spielen jetzt Rapid Fire Cannon, das ist irgendwie so das neue geilste Item der Welt irgendwie. Ich habe ja gesehen, man kann ja auch Swiftshot machen, ne? Swiftshot ist auch absolut gestört. Swiftshot ist sehr, 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 sehr weird, ja. So, wir spielen es quasi, ich spiele es ohne Braun und stattdessen mit Diana? Nee, du spielst normalerweise halt alle vier irgendwann.
Ich habe ja Scales Gone Hard. Ach so. Dann würde ich ohne Lilia spielen. Krass. Halt... Ich lasse das mal kurz so. Ja. Also die... Okay, ich habe jetzt noch Tyrant Swain, komplett umstellen will. Was soll ich... Also nehme ich jetzt. Achso, nehme ich Silas rein? Ja, ne? Ja. Das heißt quasi für Bruiser. Es gibt auch eine. Also man kann auch Palm rausnehmen. Und dann spielst du Silas, Lilia. Und spielst noch einen dritten Mage. So, das habe ich letztens mit Scales Gone Hard gespielt. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Aber so, witzig, ich habe es fast geschafft, einmal Consistency zu procken. Aber jedes Mal, wenn ich bei 3 bin, kommt ein riesiger Monsters. Was mache ich da? Das weiß ich auch noch nicht genau. Warte mal, wenn der mit RFC gespielt wird, dann trotzdem mit Rageblade? Nee. Die spielen. Sondern? Meistens spielt man Rapid Fire Cannon, Infinity Edge, Hand of Justice. Also okay. Richtig wild. Und Infinity Edge fühlt sich auch übel geil an. So, ich habe das erst auch nicht gebaut, SBT, und dann habe ich quasi angefangen, das Spiel zu spielen und man wird instant süchtig. Man denkt, jo, okay. Ich wollte gerade sagen, das läuft ja gar nicht so gut, aber actually sind wir einfach Erster und das läuft eigentlich nicht so gut. Ja, aber gut. Fühlt sich nicht gut an, würde ich sagen. Fühlt sich nicht gut an. Ich weiß auch nicht genau. Auch nicht glücklich. Dieser Runans-Spieler. Der Runans-Rel. Die kriegt einfach immer den Last Hit als Tank. Ja, sie hat schon wieder den Last Hit gekriegt. Schon wieder? Okay, das ist doch ein Bug, oder? Runans-Rel kriegt zu 100% die Last Hit? Nee, die kommt halt einfach nur kein Damage. Also, ja, Aphelios ist so bad im Early, dass das quasi, ja, der kriegt einfach nichts geschissen. Das ist so bizarr. So, in 4-1 können wir uns wieder was schicken. Willst du dann den Jona oder willst du dann lieber einen Pantheon? Wahrscheinlich Pantheon sogar, ne? Ich habe nicht einen einzigen Jona gefunden, muss ich sagen. Das ist schon gruselig. Ja. Also, ich würde... Ja, ich würde jetzt hochwarrieren. Ich glaube, das ist so langsam das Ziel. Aber schon wieder eine Träne. Ich habe einen Olaf auch. So, mach ich jetzt Hand of Justice oder Infinity Edge? Ich würde erst Hand of Justice bauen. Warte mal. Nee, du hast, kannst auch BT spielen. Achso, das BF ist in beiden. Ich habe noch einen Olaf. So. Soll ich dir einfach den Olaf geben? Ah, ich habe einen Pantheon gefunden. Soll ich dir einfach den Olaf geben? So, warte mal, lass mich erstmal. Ich mache jetzt erstmal Warmox auf Pantheon, oder? Dann mache ich Infinity Edge auf O. Ich muss jetzt erstmal übel basteln hier. Ich merk's. Du kannst mir aber einen Olaf geben, ja. Olaf geben ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, dann machen wir irgendwann Hand of Justice. So, jetzt habe ich 3 Warrior. Aber der Jone wäre auch schon ganz gut. Aber ich habe schon echt, ich habe 6 Pantheons, ne? 6 Olafs, meine ich. Ich glaube auch, dass Olaf 3 Wincon ist. Und Jone fairerweise einfach nicht. Ich könnte auch. Ich muss jetzt eh rollen aus 7. Ich guck mal, ob ich. Oh, was ist das denn? Ja, ich habe jetzt einen Jone. Ist schon mal gut. Okay, also 4 Warrior is ready. Okay, ich habe hier was ganz krasses für dich später. Ich habe einen Pantheon 2. Den ich dir irgendwann vermachen kann. Okay. Stimmt, ich brauche, warte mal, ich habe ja noch eine Nico. Soll ich dir denn jetzt einen Olaf schicken noch? So, wird ganz schön kompliziert, ne? Ist ganz schön unangenehm, ja. Ja, ich glaube, das ist best. Wobei, du hast ihn jetzt schon gekauft, ne? Wen gekauft? Den Olaf. Den Pantheon, meine ich. Hast du nicht gerade Pantheon 2 gesagt? Ja, aber ich spiele den die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ach so. Ja, würde ich also, ich würde den. Ja, ist der Vorkost Unit auf 2, so, ne? Also, man spielt den einfach. Okay, also wenn du kommen würdest, wäre das übel geil. Ist leider gar nicht drin. Ich stehe hier noch vor. Oh mein Gott!
war das denn? Okay, okay, also dann verkaufe ich jetzt Pantheon Ione. Ne? Also Ione wird es auf jeden Fall nicht. Es wird entweder Olaf oder Pantheon. So. Ja. Das Scoren gibt es nachher, nachdem wir mit Johnny fertig sind. Brauchst du Shyvana? Nee. Idas ist gerade, glaube ich, mein Target, aber auch das ist... Brauche ich Level 8? Brauche ich einen Therapeuten? Wait, ich habe ein Scalescorn-Emblem. Soll ich dann 6 Scalescorn spielen? Boah, ja. Oder soll ich Assassin Olaf spielen? Nee, ich würde 6 Scalescorn spielen. Ich glaube, es ist broken. Ja, und Scalescorn wen am besten? Ich habe, also die ganze Comp wird dadurch anders, ne? Du kannst dann eigentlich nicht mehr 6 Warrior, 4 Warrior spielen, oder? Oder habe ich einen Brainfuck? Ich glaube nicht. Doch, ich kann immer noch spielen. Ich bin dann auf 8 kann ich 4 Warrior, 6 Scalescorn spielen. Aber ja, das ist dann Scalescorn Pantheon. Ja, aber dann musst du den Pantheon nochmal verkaufen, dann kannst du nicht Ionic gehen. Also wenn der Scalescorn ist, dann braucht der irgendwie BT oder irgendein gutes Item. Weißt du? Ja. Also dafür sind die Items gut genug. Die andere Idee, Nila habe ich letztens gesehen, da extremst broken aus irgendwie. Aber dann würdest du halt weniger... Sauer, wirklich schwere Comps hier gleichzeitig, Alter. Ja. Ich habe einfach randomly Zoe auf 7 gehittet und spiele jetzt 7 Shimmer-Scale, aber ich wollte das gar nicht so. Also, das ist nicht mal... Nein, komm. Was mache ich jetzt mit dem Pantheon? Den nehme ich jetzt das Item weg, oder? Also ich will jetzt schon erstmal Olaf fertig haben. Du nimmst denn jetzt das Item weg. Wie meinst du das? Ja, ich habe jetzt ein Pantheon Ja, ja, dann Bogen würde genommen, ich den Pantheon verkaufen. Hä? Nee, den... Achso. Achso, okay. Erstmal out of C, oder? Das sah derbe nach Int aus, aber ich glaube, es war richtig, ja. Okay. Also, ich komme nochmal zurück zur spannenden Frage des Tages. Was mache ich? Was schicke ich dir? Den Pantheon oder den Olaf? Also, ich mache erstmal Scalescorn Pantheon und dann verkaufe ich den dann irgendwann. Und dann mache ich 6 Scalescorn 4 Warrior. So, und dann habe ich jetzt noch Tränen. Ich habe 3 fucking Tränen. Okay, das Wenn ich jetzt 3-mal Crit finde, dann ist natürlich GG. Die Antworten, die ich hören wollte. Ich würde dann. Ich glaube. Jetzt, ja. Schick mir lieber was anderes. Außer das ist das 3-Cost-Ding. Wenn das 3-Cost-Ding ist. Nee. Ja, also dann vielleicht gesagt, ist dann später ein Yasuo wichtiger, oder? Olaf die ganze Zeit schicken. Ja, dann lieber einfach den Olaf, glaube ich. Weil der Olaf, der muss jetzt auf 3 kommen. Ich habe ja Nico. Okay. Das heißt, du rollst jetzt auf 7. Nee, ich gehe jetzt auf 8, damit ich erstmal meine OP kommen spiele. Weil ich habe ja immer noch 35. Stimmt's? Ah, ich sehe ja dein Gold nicht. Aber jetzt solltest du auf jeden Fall nicht leveln. Ach so, wieso nicht? Ich krieg da eh keine Zinsen. Ah, gut. So, ich habe jetzt 6 Scalescorn. Das muss doch jetzt sowas gut sein. Ich schick dir mal den Olaf, dann hast du da auch schon mal das Feeling für. So. Ich habe jetzt Olaf 3. Das ist gut. Und dann slam ich dein Hand of Justice auf den, ne? Hand of Olaf. So, den habe ich zerstört. Oh. Okay, ich freue mich über die 4 AD, die ich bekommen habe. Ich mich nicht. Alter, wie viele Drachen kommen denn dann noch? Willkommen in der Meta. Ja, scheiße, ey. Das sieht echt nicht besonders gut aus hier. Oh, Chaos Drake. Was ist das schon? Ein Forged Trinity. Kann ich dem Trinity geben, den Olaf? Ja, ne? Klar. So, also Trinity. Dann removen wir das hier. Dann hast du gesagt, BT muss auf Pantheon, ne? BT und Scalescorn und was dann noch? Ja, Titans oder so. Sehr gut. Aber ich habe nur ich habe die Auswahl zwischen Warmox und Trainer. Ja, dann Warmox. Warmox ist auch eines der besten Items überhaupt auf jeden Fall. Ist jetzt fein. So, dann gebe ich jetzt, glaube ich, Diana einfach Blue Buff.
soll die halt einfach fucking ulten. So, und was möchtest du denn so? Boah, ich glaube, ich kann dir noch eine Träne schicken, wenn du willst. Nee, ich habe schon eine Träne. Also, ich kann dir... Boah. Ich weiß wirklich gar nicht, wie man hier rauskommt. Aus diesem ekelhaften Kackspot. Also, willst du den Pantheon noch? Hm. Klar. Aber was kann ich dir denn gut sagen? Aber, ja. Dann schicke ich dir den. Für mich ist schlecht. Nö. Also, ich spiele wahrscheinlich eine Draco einfach. Das Problem ist, ich glaube, ich sterbe einfach. Ne? Ich bin schon extrem sweet irgendwie. Aber wenn du jetzt immer rüberkommst. Mein Olaf ist eine Maschine, Mann. Ja, also in der Theorie spiele ich ja Volibear. So, Volibear ist so contested in der Lobby, dass ich wahrscheinlich auf Drakes wechsle. Das heißt, wenn du sowas wie Terra, Shyvana, Aushin. Ich habe auch Irelion. Ah, das ist quasi der kleine hässliche Bruder davon. Also nehme ich den nicht. Nee, ich glaube nicht. Ist ja die Frage, ob ich quasi tanky genug bin, damit du immer noch es schaffst, rumzukommen. Ich habe Swain, ist es Swain? Nee, Swain ist... Ich schicke dir jetzt Pantheon, doch... okay? Okay, ich schicke dir mal. Ja, aber das ist... Boah, das ist mir noch eine Training gegeben. Ja, jetzt sieht die war drauf. Konnte das nicht ändern. Kann ich Double Blue Buff Leona spielen? Nee, ne? Nee, warte mal, ich nehme ja später Yasuo raus. Rein. Ist ja Blue Buff ja gar nicht so bad. Oh, süß. Ich hoffe jetzt einfach, dass Idas lang genug tankt, bis du da bist. Ja, also ich metzel mich durch. Das Problem ist halt, die Triple Chalice Zoe hat nur CC rausgetan. Oh, das war so close. Right, close. Okay, also ich habe den Idas, ich habe eine Shyvana, jetzt fehlt mir noch ein Terra. Ich habe halt richtig schlechte Aushin-Items leider. Aber das kriegen wir schon noch hin. Okay, ich habe Zoom und Tyrant's Bane brauchst du auch nicht, ne? Nee, das sind leider echt die Bannen. Also quasi alles, was gelb leuchtet, außer Aurelion ist geil. Okay, willst du Zoe? Nee, ich glaube, ich muss jetzt die Drake spielen. Ich glaube, ich versuche jetzt quasi einfach zu tanken. Also zu überleben, bis du immer da bist. Und dann gehe ich quasi einfach für Drakes und hoffe damit quasi rauszukommen. Ich glaube, das Luckyste wäre irgendwie, dass du einen Terra rollst oder so. Ich glaube, das wäre sehr, sehr geil. Okay, das wäre wahrlich lucky. Ja, es wäre insane. Aber I would take it. Aber ich mach die hier tot, auf jeden Fall. Ja, mein Idas ist auch relativ tanky hier mit seiner Dragonclaw. War relativ tanky, der Gegner hat dieses, ich mache 1 Billion mehr Schaden. Och, Gott sei Dank, ey. Rohan ist da. Bam, so. Einfach Rola. Scheiße. Boah. Keine Ahnung, wir sind die ganze Zeit Erster, ne? Aber es fühlt sich nur noch shit an. Ja, ich würde auch nur bis 2 Leute rauslegen. Okay, die Items. Ich hätte gerne ein geiles Diana-Item. Ich weiß nicht, ob Infinity jetzt gut genug ist. Ja, vor allem, du crittest ja nicht mal. Diana crittet, dann... Nur wenn du 2 hast. Dann muss sie mit Titan... Entschuldigung. Ja gut! Ja, also, aber Bruder, da muss sie mit Titan und dann bin ich schon drin. Gut, ich hab Idas. Willst du Idas? Nee. Den habe ich gerade auf 2 bekommen. Alter, ich habe wirklich kein Glück, dir zu helfen, Bruder. I really try. Ja, das ist so mein Eindruck. Also. Okay, 2-mal Deja. Nee. Wir müssen jetzt geduldig sein, das ist schon okay. Oh mein Gott. Aushin. Der Zeifen 3 ist gar nichts mehr okay, er fährt really fast. Okay, ich habe Aushin. Willst du Aushin? Ja. Ja, dann locke ich den jetzt. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich zum ersten Mal Consistency gebrockt. Spitze gegen Siphon 3? Nee, ne? Nee, ich spiele ja gegen so einen Rengar. Aber mein Rengar hat einen übel langen Bart. Okay, das ist halt. Okay.
Also Scalescon 6 ist ganz gut, aber Siphon ist halt Siphon. So, ich denke, ich stelle aber tatsächlich erst die nächste Runde um, ne? Ist ja übel kompliziert jetzt. Oh, warte mal, Scalescon haben die übelst genervt. Das sind noch bei 90. Oh, du Armer. Was sind das für Schmutzmenschen? Ich habe Terra. Soll ich dir Terra auch schicken? Kannst du noch was schicken? Ja, ein was kann ich noch schicken. Alter, wäre insane. Einfach Drake kommt sponsored bei. Sie kommen, die Drachen kommen. Boah, ich brock gleich noch hier Determined Investor. Alter, meine ganze Bank ist einfach voll mit deinen Geschenken. Ich bin einfach ein Südländer, der hier alles verloren hat. Alles verbrannt. Unangenehm. So, ja. Das ist aber nicht Seil. Das ist aber nicht der auf 3. Das ist Seil. Wir haben noch eine Chance auf den zweiten. Ja, Seifen. Also die Elo ist schon mal gesichert. Ja, also Seifen 3 hat gerade mein Bodyberg one-shotted. Das ist okay, ich komme. Pass auf, bis 24 Force. So, ja, good luck. Guck. Ja? Mhm. Jetzt schon mal den falschen. Ah, ich habe gar kein Healing mehr. Ja, aber stets bemüht. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja. Ich meine, offensichtlich ist ja die Antwort, auch etwas auf 3 zu kriegen. Meine Antwort ist FF. Nee, ich habe die Idee. Du musst mir einen Yasuo schicken. Okay. Weil wenn ich Wukong austausche, wo ich mir Wukong halt fucking Blue hat, ne? Das ist schon Schmutz. Ja, wenn ich den austausche durch Yasuo, haben wir ja das ganz normale One-Shot-Gebilde. Mhm. Also ich habe gleich einen Aushin 2. Der, das ist auch gut. Das ist gut. Ist aber halt nicht Seifen 3 gut. Hat der Pandora? Pandoras. Nee, der Bench. Okay, ich seh's. Mit der Bank finde ich's okay. So, jetzt muss ich leider ja mein ganzes Lineup verkaufen. Das wird ja gar nicht stressig oder so. Das wird ja gar nicht schön. Okay, ich roll jetzt nochmal runter, ne? Ja, das ist der Yasuo Waiting Room. Alter, Diana. Diana 3, einfach so. Bock. So, wer ist das? Oh. Also Olaf gibt sich Mühe, aber... Okay, aber ich glaube, hier geht noch was. Okay, also jetzt hier gerade perspektivisch nicht, aber nächste Runde bin ich echt strong. Ja, das ist schön. Schick dir jetzt was, okay? Nee, schick mir nichts. Doch. Oh, ich kann den Scalescon-Emblem geben. Okay, dann kann ich Yelia rausschmeißen. Aber was mache ich denn da rein? Da weiß ich auch noch nicht. Aber es sieht gut aus. Dann mache ich... Ich muss Yelia jetzt leider gerade hier sehr intensiv rollen. Wen sollen sie denn am besten springen? Auf den reitenden Aphelios. Warte mal, gibt der jetzt allen Kanonier? Ach nee, warte mal. Okay. Ja. Ja, Maxim, das ist jetzt gerade eine ganz schwierige Kiste. Der Mage wäre auch interessant, ne? 6-3 Mages. Also schwierige Kiste, Johnny, ist eine super starke Untertreibung. Oh nein, der Rengar. Bitte spring woanders hin. Rengar. Ja, sehr gut. Ah, er ist so dumm. Also, für dich brauche ich ihn ja so, ne? Rengar ist einfach in den Panzer gesprungen. Ja, so wäre Matchwinning, ja. Oh. Ich habe den Siphon gerade in der Bardot. Oh, die Bardot wurde geblockt. Oh. Oh, Alter, der ist da komplett drüber gefahren. Wait, der kriegt keinen Schaden von dem? Ja, I don't know. Ich weiß nicht. Der hat ja nicht die AP-Items, I guess, die ich bräuchte. Nee, der hatte auch 120 MR. Woher hat er das denn her? Ich auch nicht, vor allem. So, ich habe ein absolutes Schmankerl für dich, Johnny. Hextech, Gunblade, Kanonier-Emblem oder Banshees. Scheiße, Gunblade wäre so gut gewesen.
Ja, gib mir Gambit trotzdem. Ja. Gambit wäre gut gewesen, wenn du es draufgepackt hättest. Ne? Ja. Aber ich kann das Schimmer-Skelett im Unternehmen. Ich denke, selbst das ist wohl. Ich kann dir gar nichts mehr schicken, ne? Warum denkst du? Ich kann auch nichts mehr schicken. Also ich warte jetzt nur noch auf ein Dings 3 und auf Yasuo, basically. Ich glaube, ich mache dann auch Scalescorn Yasuo, ne? Ja, I guess. Ila kann ich dann ja nochmal neu bauen. Aber der Scythe macht doch keinen Spaß, also jetzt mal ernsthaft. Ja, aber also ich glaube, er kann ihn schon. Also, die Dracom sieht. Oh, okay, der hat eine Shroud. Natürlich dann leider. Ja, also den ersten Biss hat er schon mal auf den Ione verschwendet. Und mein Olaf hat tatsächlich genug Schaden, bis er einmal dasht. Weil wenn er einmal gedasht hat, ja, mit Celestial Blessing, hat er nicht nur volle HP, er hat einen Schild. Ja. Ja, ist halt, glaube ich, nicht winnable. Ah, mit Terra 2 vielleicht, aber selbst dann. Ach, schade. Was sollte Terra 2 denn machen? Terra ist irgendwie, wenn man den mit früher Resistenzen stopft, dann macht der mittlerweile echt was. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Look out. If your partner will be eliminated, you will suck. Ah, ja, ich krieg die ganzen Edits auf 3, aber sie juckt halt überhaupt niemanden. Oh mein Gott, jetzt fehlt mir ein Gold oder was? Nee, fuck das. Spielen wir trotzdem. Boah, die Diana-Items sind auch einfach schlimm. Jeder Faser meiner Existenz tut einfach nur weh. So, ich habe jetzt einen Yasuo gebaut, weil wenn am Ende der Yasuo noch lebt, dann one-shot der ja Siphon, ne? Ja, das ist ja die Idee. Also ich kann dir dabei helfen, das Problem ist ja, der Gegner ist Ich habe einfach Edge of Night, aber der Siphon hat durchgebissen. Aber er sollte trotzdem leben. Komm schon. Oh? Nee. Oh? Nein. Oh? Nein. Alter, wieso? Was macht er denn? Warum ist er denn in den Strahl rein? Die Verstärkung kommt dann irgendwie, alle stehen um ja so rum. Oh mein Gott, wie ein Fortschnitt, ey. Ja, schade. Wirklich Anlagi. Ja, we try. War aber trotzdem eine schöne Runde. Ne? Ja, halt schon, einfach schon weg. Man darf sich ja trotzdem mal beschweren, ne? Das ist ja, muss ja trotzdem im Leben mal möglich sein. Ja, das war eine weitere Runde Double Up. Bei wie viel IP stehen wir, Maxi? 59,1. 59,1, ja, man kennt's. Platin 1, 59. Die nächste Folge gibt's morgen um 17 Uhr bei Maxi Markov.